Herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem Politmagazin im Februar. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Wichtigkeit des bayerischen Ehrenamts und wir diskutieren eine stärkere Einbindung der Bürger in die Politik bei wichtigen Entscheidungen. Und im Plenum TV kontrovers steht uns Alexander König von der CSU Rede und Antwort zum umstrittenen Freihandelsabkommen mit den USA, genannt TTIP. Doch beginnen wollen wir mit dem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Horst Arnold, 52 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder. Seit 2008 vertritt er den Wahlkreis Fürth-Stadt im Bayerischen Landtag. Als Sohn einer sozialdemokratisch geprägten Familie interessierte sich Horst Arnold schon früh für Politik. Mit 16 Jahren trat er dann in die SPD ein. Ich war auch in der Schule schon immer engagiert, habe versucht, soziale Rechte durchzudrücken, meinen Begriff von Gerechtigkeit, der in der Sozialdemokratie immer gut aufgehoben war, auch von der Tradition her und der Geschichte her zu leben und zu verwirklichen. Und es war dann sozusagen eine Parallele, die sich das ganze Berufsleben als Gestalten, als Leitplanke mitentwickelt hat. Ich schwimme jeden Tag mindestens 1000 Meter. Also Schwimmen ist sehr gut, und zwar deswegen, weil man dann bei der mindestens 10. Bahn zur Besinnung kommt und kann auch viel überlegen. Und man ist dann hinterher auch tatsächlich reingewaschen, wenn man sich duscht, und kann den Alltag dann hinter sich lassen. Privat ist Horst Arnold in seiner Heimatstadt Fürth angekommen, ein Umzug ausgeschlossen. Politisch will er hingegen noch bei einigen Baustellen weiterkommen. Besonders wichtig ist ihm dabei die offene Auseinandersetzung mit der Politikverdrossenheit der Bürger. Das ist mein Ziel, Politik als Chance zu begreifen, unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie auch in die Zukunft hinein zu entwickeln, dass sich die Menschen an den Wahlen beteiligen und nicht abwinken und sagen, die machen sowieso das, was sie wollen. In Bayern hat der Bürger über sein Wahlrecht hinaus so viele Beteiligungsmöglichkeiten wie in keinem anderen Bundesland. Doch alle Fraktionen wollen den Bürger noch stärker einbinden. Während die CSU auf unverbindliche Volksbefragungen setzt, fordern die anderen Fraktionen verbindliche Volksabstimmungen. Es gibt Entscheidungen, wo wir tatsächlich auch die Bevölkerung, die Wählerin, den Wähler fragen müssen. Und ich als Sozialdemokrat bin logischerweise für mehr Bürgerbeteiligung und das ist auch notwendig. Ich glaube, dass das ein zusätzlich ganz interessantes Instrument ist, neben Volksbegehren, Volksentscheid, neben den natürlichen Wahlen als wichtigste Form der Beteiligung mit Entscheidung eine solche Volksbefragung einführen. Die wird man sicher dosiert einsetzen. Aber ich finde es schon gut, dass zu wichtigen Fragen auch eine Staatsregierung einfach sagt, liebes Volk, entscheide mal, ob du das so oder so möchtest. Und zum anderen, ein Fünftel der Mitglieder des Landtags kann einen Untersuchungsausschuss beantragen. Und dann sagen wir, dann müsste ein Fünftel auch reichen, um eine Volksbefragung starten zu können. Wir wollen ein weiteres Instrument schaffen, um das zu forcieren. Man spricht ja sehr häufig von der sogenannten schweigenden Mehrheit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man alle Bürgerinnen und Bürger in politische Prozesse einbezieht. Naja, das sieht nur scheinbar so aus, dass das intensiviert wird. Denn hier sollen Befragungen durchgeführt werden, die aber keinen Verbindlichkeitscharakter haben. Das ist nicht ganz fair den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Ich denke, für die Arbeit eines Politikers ist es durchaus maßgebend, wenn er Meinungen des Bürgers in seine politische Arbeit mitbekommt. Wir wollen, wenn solche Volksbefragungen stattfinden, dass sie dann auch verbindlich sind und dass sie dann auch eine Richtschnur für politisches Handeln werden. Ja gut, die Bürgerbefragung soll ja nun ein zusätzliches Instrument sein zu den Bürgerbeteiligungen, die wir hier schon in Bayern haben. Da haben wir schon relativ viel. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht verstecken vor anderen Bundesländern. Wie gesagt, soll ein zusätzliches Instrument sein, um ein Meinungsbild zu bekommen von der Bevölkerung. Die Beteiligung des Bürgers halte ich für ganz wichtige Geschichte. Wenn man jetzt sagt, es ist genug, aber genug ist nicht genug. Die SPD und auch ich persönlich befürworte die Volksbefragungen in höchstem Maße, aber sie müssen von allen Mitgliedern des Parlaments, von allen Gruppierungen, Fraktionen gestellt werden können, nicht nur von der CSU und von der Staatsregierung. Für uns ist der Bürger ein Partner auf diesem Weg. Dann denke ich, ist das ein wirklich geeignetes Instrument und deswegen von uns voll und von mir volle Zustimmung zu dieser Volksbefragung. Kommen wir zu einem anderen Thema.
Das Ehrenamt ist in Bayern eine wichtige und fundamentale Einrichtung. Ohne die vielen freiwilligen Helfer, vor allem im Sozialsystem, würde Bayern vor große Probleme gestellt. Darin sind sich zumindest alle Politiker einig. Damit dieser Wichtigkeit auch Nachdruck verliehen wird, plante ein runder Tisch den Bayerischen Ehrenpreis. Dieser soll mit 100.000 Euro dotiert sein. Doch wann er kommt und wie hoch dieser Preis tatsächlich ausfallen wird, ist doch ungewiss. Ich komme persönlich aus dem ländlichen Raum. Bei uns wird das Ehrenamt sehr groß geschrieben. Und ich sage immer, das Ehrenamt ist auch die Stärke letztendlich auch unserer Gesellschaft, insbesondere auch in unseren Kommunen, Städten und Gemeinden. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir hier eine Summe vorgesehen haben in Höhe von 75.000 Euro. Wir haben ja auch schon sehr viel auf den Weg gebracht im Bereich des Ehrenamtes, zum Beispiel auch die Förderung unserer Vereine generell. Wir waren uns im Landtag eigentlich alle einig, dass wir das fördern wollen, dass wir auch durchaus das auf diesen Ehrenamtspreis setzen und auch hier finanziell fördern wollen. Nur leider kommt die CSU überhaupt nicht in die Pötte. Hier ist seit Jahren nichts vorangegangen und es ist dieses Geld im Haushalt nicht eingestellt. Dieser Ehrenamtspreis wird erstmal 2016 ausgelobt, ausbezahlt. Es wird 75.000 Euro geben, aber es gibt darüber hinaus ja viele Anerkennungszeichen im Bereich Ehrenamt. Es ist auch notwendig. Unsere Gesellschaft würde nicht funktionieren ohne Ehrenamtliche, wobei sie aber nicht Hauptamtliche ersetzen dürfen. Der Sinn dieses Preises ist es, glaube ich, Ehrenamtliche zu motivieren, auch zu neuen Projekten und einfach das Ehrenamt noch mal auf breiterer Basis zu fördern. Vielleicht auch gerade bei Jüngeren, weil die nicht so selbstverständlich da reinwachsen. Es geht mit dem Preis darum, dass man auch ein deutliches Zeichen setzt, wie das Ehrenamt wertgeschätzt wird, würde man alles bezahlen müssen, was im Ehrenamt geleistet wird. Ich glaube, das würde in die dreifache Milliardensumme im Laufe der Jahre ergeben. Insofern ist das natürlich der Preis, wird eine, meines Wissens eine etwas höhere fünfstellige Summe werden. Aber es ist im Grunde ist er ein Symbol, das die Gesellschaft anerkennt, was Menschen in Ehrenamt leisten. Die Freien Wähler haben im Oktober letzten Jahres einen Antrag gestellt, dass das eben umzusetzen ist. Das Konzept ist noch nicht, laut Auskunft des Ministeriums, noch nicht mit den notwendigen Mitteln hinterlegt. Der Antrag von uns wurde mit Mehrheit der CSU abgelehnt. Plenum TV kontrovers, diesmal mit dem Thema das Freihandelsabkommen TTIP zwischen Deutschland und den USA. Ein Abkommen, das ja eine neue globale Handelsstruktur schaffen soll. Dazu begrüße ich CSU-Politiker Alexander König. Sie sind im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen. Herr König, TTIP, was ist das eigentlich? Warum ist es so wertvoll für uns? TTIP heißt also zunächst mal auf Englisch Transatlantic Trade and Investment Partnership. Das heißt auf gut Deutsch, wir, die Europäische Union, mit den Vereinigten Staaten von Amerika ein Abkommen zu schließen über gemeinsame Standards, gemeinsame Normen, um den Handel zwischen den USA und der Europäischen Union zu erleichtern. Besonders der Mittelstand und die Autoindustrie plädieren für einen erfolgreichen Abschluss. Und die SPD sagt sogar jetzt gerade kürzlich, dass man schnell zu einem Ende kommen sollte, weil es sonst zu spät ist. Worin liegen denn nun tatsächlich die Vorteile von TTIP? Grundsätzlich ist es so, dass alle unsere Produkte irgendwelchen Normen unterliegen. Das ist auch in unser aller Interesse. Es gibt Sicherheitsinteressen, es gibt Gesundheitsinteressen, es gibt alle möglichen Interessen, die in Normen normiert sind. Diese Normen sind oft als in der Europäischen Union völlig anders als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also das klassische Beispiel, das eine Auto muss mit zum Beispiel 2 Stoßstangen hergestellt werden, weil in den USA also andere Vorschriften sind als in Deutschland. Da macht es, glaube ich, Sinn, also zu einer gemeinsamen Vorschrift zu kommen, die den Handel erleichtert, die das Auto für alle günstiger macht und die am Ende letztlich allen auf beiden Seiten des Atlantiks nutzt. Also das ist eine Abschaffung der doppelten und unnötigen Vorschriften. Kritiker sehen aber darin einen Verfall unseres gewohnten Standards. Ich werfe einfach mal Worte wie Genmais und Chlorhühnchen in die Waagschale. Das ist mal die grundsätzliche Befürchtung in unserer Gesellschaft. Diese Befürchtung unterstellt, dass bei uns grundsätzlich alles besser wäre wie anderswo. Das ist einmal die erste Frage, ob das stimmt.
Richtig ist, dass es unterschiedliche Vorschriften gibt, diesseits und jenseits. Richtig ist auch, dass wir natürlich alles tun werden, und es wird auch seitens der EU betont, dass unsere Standards am Ende des Verfahrens also nicht niedriger sein werden, sondern dass wir auf alle Fälle mindestens auf demselben Niveau sein werden, aber eben im Idealfall gleiche Vorschriften, gleiche Normen, gleiche Voraussetzungen für die Wirtschaft diesseits und jenseits des Atlantiks haben werden. Nun wird den verhandelnden Parteien vorgeworfen, dass sie die Bevölkerung nicht mitnehmen als solches, sondern dass es hinter verschlossenen Türen alles verhandelt wird. Und dann am Ende, wie zum Beispiel auch beim Vorbild CETA, also dem Abkommen zwischen Kanada und Deutschland, dass da man vor vollendete Tatsachen gestellt wird und einfach nur noch zustimmen kann oder das Ganze ablehnen. Es liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, wenn Sie ein Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika auf der einen Seite und der Europäischen Union auf der anderen Seite schließen wollen, dass hier nicht Hunderte von Beteiligten also gleichzeitig handeln können. Sinnvollerweise hat deshalb die EU, sprich der Rat der EU, einen Ausschuss seitens der EU mit den Verhandlungen beauftragt. Und was das Thema Transparenz angeht, können Sie heute schon wesentliche Teile also dieses Verhandlungsverlaufs sowohl auf der Seite der Europäischen Union im Internet wie auch auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums, ja zum Teil sogar schon auf der Seite des Bayerischen Landtags nachverfolgen. Aber natürlich werden Sie nicht immer zeitnah quasi bei den Verhandlungen dabei sein, sondern Sie werden immer zurückschauen müssen, also was hat sich also bei den jüngsten Verhandlungsrunden getan. Aber die Transparenz ist jedenfalls schon besser geworden. Noch kurz die Frage mit den Schiedsgerichten, die sind ja in Amerika gang und gäbe. Würden die dann auch zu uns kommen und dann tatsächlich auch die Bevölkerung als solches verklagt werden können? Also das ist einer der großen strittigen Punkte, wenn ich das sehe im Moment. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir nicht nur eine unterschiedliche Normenkultur haben, sondern eben auch hier speziell eine unterschiedliche Rechtskultur. Wir gehen davon aus, dass die jeweiligen Rechtsordnungen sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch innerhalb der Europäischen Union für jedermann genügend Rechtsschutz bieten und dass es von daher dem Grunde nach also keine Schiedsgerichte bedarf. Man muss auch darauf hinweisen, dass Schiedsgerichte in der Regel also nur Schadensersatzansprüche also regeln können. Ansonsten gilt das ganz normale Recht. Das ist in der Diskussion, da hat sich ja auch der Bundeswirtschaftsminister also diese Tage mit neuen Vorschlägen eingebracht. Ich glaube, das muss man mal abwarten, was zwischen den Verhandlungspartnern herauskommen wird. Die Verhandlungen sind ja im Juli 2013 gestartet. Nun soll die 9. Runde in diesem April stattfinden. Glauben Sie, wenn man nicht schnell zu einer Einigung mit den USA kommt, dass die sich dann einem anderen Handelspartner zuwenden werden? Also klar ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika natürlich ihre Interessen vertreten und dass sie deshalb natürlich nicht nur in Europa unterwegs sind, um gemeinsame Wirtschaftsräume zu bilden, sondern es gibt also auch Gespräche mit Indien, es gibt auch weitere Gespräche im asiatischen Raum. Von daher stehen wir Europäer natürlich auch im Wettbewerb und sollten von daher auch ein Interesse daran haben, dass ein etwaiges Abkommen also zügig zu einem Abschluss kommt. Nun steht ja das TTIP unter keinem guten Stern. Die Bevölkerung spricht sich dagegen aus, größtenteils, weil sie es auch nicht wissen, worum es geht. Wie glauben Sie, könnte man dem Ganzen noch entgegnen? Ich glaube, man muss es vor allem einfach erklären. Also die Menschen werden oft verrückt gemacht, also mit Chlorhühnchen und solchen Themen, die Menschen auf die Palme bringen. Oder dem Wasser, das zu Hause aus dem Hahn kommt, also dass dann die Gefahr bestünde, dass ein amerikanischer Konzern also die Wasserversorgung in Ixdorf übernehmen würde. Das ist Quatsch. Also diese Dinge sind also ausgenommen von den Verhandlungen. Aber richtig ist am Ende des Tages natürlich auch, wenn Sie unterschiedliche Normen, unterschiedliche Systeme haben, dann wird es am Ende bei einer Reihe von Punkten strittig bleiben. Und wie in jeder Partnerschaft werden Sie also auch bei einer solchen gewünschten Partnerschaft, die uns am Ende viele Vorteile bringt, die unsere Wirtschaftskraft stärkt, die Arbeitsplätze bei uns bringt, werden Sie am Ende Kompromisse schließen müssen. Und Kompromisse werden also natürlich nicht immer nur auf der einen Seite geschlossen, sondern ein Kompromiss schaut idealerweise so aus, dass der eine mal in der einen Sache nachgibt und der andere in der anderen Sache nachgibt. Ich glaube, nur so kann es gehen und am Ende werden dann die nationalen Parlamente darüber noch einmal befinden. Herr König, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und es war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.